Was geht ab, Leute? Wir befinden uns hier gerade in Eindhoven. Wir gehen zur Waage. Ein Tag vor meinem Kampf sind wir hier gerade. Wir gehen jetzt hin. Du musst auf jeden Fall nur dein Gewicht. Du bist ein paar Tage nicht so viel gegessen, ein bisschen verhungert, aber kennen wir schon. So, wir waren jetzt gerade bei der Waage. Gewicht ist geschafft. Ist drinne. Was war beim Face-Off so der Eindruck zu deinem Gegner? Ja, auf jeden Fall. Mein Gegner sah ready aus, auch hungrig. Aber desto trotz sind wir dafür bereit. Und morgen wird es eine Schlacht geben. Und im Endeffekt wird nur einer stehen. Und das werde ich sein. So Leute, wir sind jetzt gerade hier im Hotel angekommen. Eingecheckt. Ist okay. Ein Sticker mäßig drüber kleben, hat er gerade gesagt. Und dann wird da das neue Gym sein, das Triple One Gym. Was hast du jetzt alles geholt? Ganz viel Süßzeugs, wa? Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt aufgestanden, machen jetzt eine knackige Morgeneinheit, ein bisschen den Puls hochfahren, das unnötige Adrenalin rauslassen, zum Ausschwitzen. Und dann sind wir auch ready für heute Abend, gehen wir dann am Anschluss was frühstücken. Und jetzt gehen wir ein bisschen schwitzen erstmal. Wow. Wie war jetzt dein Training? War gut, war knackig, gut geschwitzt. Adrenalin ein bisschen rausgemacht. Erstmal ein Power Rate, mein Lieber. Genau, erstmal ein Power Rate. Dann noch ein Power Rate für später nach dem Kampf. Wenn ihr wollt, kommt in ein Hotel, Eindhoven, Power Rate. Ein Power Rate nach Hause. Alle Power Rates für uns. Für Montag, für Dienstag, für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Power Rate schickt Sponsor jetzt sofort. So, haben wir jetzt alles? Ja, alles komplett? Perfekt, danke sehr, ja, danke schön. Also Marc, was hast du jetzt so Schönes geholt? Pancakes mit Heidelbeeren und Bananen. Aha. Und ein bisschen Sirup. Da ist schon seit 2 Tagen Heißhunger drauf, gell? Nein, ist auf jeden Fall gefetzt. Okay, Arkham, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's Scrambled Eggs mit so braunem Brot, Croissant dazu, Marmelade, Butter. Boah, hier sind auch noch Heidelbeeren mit so Salat und einem schönen Dressing. Also ich freue mich ja. Ich freue mich auf die Eier am meisten. Was gibst du denn mal? Stark, ja, amerikanisch. So, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen ausgeruht, Powernap gemacht. Und jetzt bereiten wir uns vor und fahren jetzt auch gleich zur Veranstaltung und bereiten uns dann auf den Kampf vor. Spürst du gerade so ein bisschen Druck jetzt oder Aufregung vor dem Kampf? Oder? Jetzt gerade noch nicht, aber kommt wahrscheinlich noch alles. Aber okay. Halt sich im Maß. Okay, das ist unser Taxi. Was der Marc das in der dritten oder spätestens in der vierten Runde durchstiegen. Ich denke auch schon in der zweiten, dritten Runde wird er das Ding machen. Und ich glaube, Marc wird in einer krassen Schlacht den Titel nach Hause holen. Neues. Der Marc wurschtet sich schon irgendwie zum Sieg.
jetzt mit dem Sieg. Haben wir da geschafft. Aha. Wir sind Cage Wars Champion. Gut. Das ist ja noch nicht zu Ende. Es geht nur noch weiter. Bei uns geht es nur noch vorwärts. Als nächstes greifen wir Deutsch an. Nee. What's good, Jabs? Welcome back to this new video. Today I'm sending you next one of them. Amel, was sagst du zu dem Achievement? Ah, Herzinfarkt pur. Aha. Aber ja, am Ende zählt der Sieg. Und, ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Und, ja. Weiter geht's. Philippe! Marc Philippe! Moderation, mein Bruder, ja? Du musst ja auch noch einschlüssige Wörter an deine Fans ausrichten jetzt, die dieses Video verfolgt haben bis hierhin. Wir haben das so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben den Titel. Wir bringen den jetzt zurück nach Neuss und nach Düsseldorf. Für Triple One sind wir jetzt erster Champion. Ja. Ich danke meinen ganzen Sponsoren. Ich danke meinem Gym, die sich gut vorbereitet haben. Und meinen ganzen Jungs, die heute gekommen sind. Ja, mach mal ein bisschen Lautstärke, ja, Junge! Stark. Natürlich, ich bin excited for more. Wir sind immer bereit, unseren Titel zu verteidigen. Sollen alle kommen, wir sind noch auf